So, Kampagne würde ich sagen. Tollkühnes Kochen mit fliegenden Kisten. Was? Keine Ahnung. Schauen wir uns das einfach mal an. Ich habe keine Ahnung. Tollkühnes Kochen mit fliegenden. Steht nur mit fliegenden. 75 Bestellungen, Stromverbrauch, Benutzer weniger, bla bla bla. Herzustellen, Rezepte 2. Diese Flugschau bringt uns tonnenweise Geld ein. Michael stand weiterhin, wie unsere Mitmenschen den Zwang verspüren, auf Flugzeuge im Himmel zu zeigen. Warte mal, ich muss mal ein bisschen leiser machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen laut. Wie denn auch sei, auf unserer heutigen Karte stehen nur 2 Gerichte, aber dabei sind brandneue Kombo-Menüs. Vergiss nicht genau zu prüfen, welche einzelnen Gerichte zu jeder Kombo gehören. Ich habe einige antike Flugzeuge entdeckt, aus denen ich ein paar Bolzen und Schläuche stehlen kann, wenn ihr niemand hinsieht. Bis später, Freund. Okay, so, ich stelle nochmal ein bisschen leiser. Ja, Rezepte bitte einmal. Okay, wir haben das Altimeter-Menü und wir haben das Dreidecker-Menü. Wieso werden mir denn hier Cheeseburger und so nochmal einzeln angezeigt? Okay, das ist einmal Cheeseburger und Pommes und das andere ist was? Das ist auch wieder was Eigenes. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir mal Cheeseburger. Oh! Sehr begrenzter Platz, so gefällt mir das. Cheeseburger und Pommes. Feuerwehrroboterarm. Sprinkler, Spender Hochgeschwindigkeit. Ich glaube, wir könnten dort tatsächlich einmal ganz klassisch anfangen. Warte mal. So, wir machen als erstes das, genau. Also wir brauchen dafür Burgerbrötchen, Patty und Käse. So, ich muss selber nochmal ganz kurz gucken, wie nochmal alles funktioniert. Weiß ich schon länger. So, wir brauchen einmal einen Zerleger, wir brauchen ein Fließbandgrill und wir brauchen, keine Ahnung, was wir noch brauchen. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Spaß heute noch. Wir werden jetzt hier ein bisschen Zeug machen, würde ich sagen. So, warte mal. Gut, dann nehmen wir als erstes hier die Käsemaschine. Ausgezeichnet. Bin sogar am Überlegen, ob wir das wieder nach der Prozedur des des wir stellen einfach her und der Arm nimmt sich, also und man nimmt sich einfach raus, was man braucht. So, wir brauchen noch einen Zusammensetzer. Ne, nicht Zusammensetzer, an Zutaten. Nee. Ja, die brauchen wir gleich, aber die brauchen wir nicht jetzt. Ja, Zusammensetzer, genau den meinte ich. Ausgezeichnet. Warte mal, was brauchen wir denn noch für das Menü? Pommes, Kartoffel, Kartoffelspalten, frittierte Kartoffelspalten und zusammenpacken. Ausgezeichnet. Dafür benötigen wir folgende Sachen. Habe ich vergessen. Wir brauchen einmal einen Zerleger. Der beste. Wir brauchen einen Spender, einen ganz normalen. Dann brauchen wir natürlich einen Arm, und zwar einen normalen Arm. Den simplen Arm. Ganz simpel. Dann brauchen wir eine Fritte. Ich finde das sehr schön, wenn es so eine Fritte gibt, so eine Heißluftfritte, wo man, brauchen wir noch einen smarten Arm. Und einen Zusammensetzer brauchen wir noch. Noch einen. Warte mal, den können wir auch einfach kopieren, ne? Kopieren. So, schon die Straße fertig. So, was wollte ich gerade sagen? Wenn es so eine Heißluftfritteuse gibt, wo das einfach nur durchlaufen muss, das wäre eine gute Sache. Das finde ich ganz gut. So, warte mal, brauchen wir noch einen simplen Arm? Yep. Ich bin gerade nur am Überlegen, wie man das hier vielleicht ein bisschen verbessern kann. Moment.
Okay. Ausgezeichnet. Somit hätten wir schon mal das alles unprogrammiert fertig. Ich glaube, das erstmal zu programmieren wäre vielleicht keine ganz so eine schlechte Sache. So, okay. Maschineneinstellungen. Selbstverständlich. Zutaten brauchen wir einmal eine Kartüfte. So. Und der hier soll bitte geradeaus, das ist richtig, soll bitte nur frittierte Pommes rausholen. Das wäre eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich glaube, die hatten wir schon oben. Nur ich bin ein bisschen blind gewesen. Das ist aber nicht schlimm. Das passiert manchmal. Das passiert dem Besten. Die frittierten. So. Genau. Dann bräuchten wir hier einmal und das rohe Patty. Okay. Hier bräuchten wir den Cheese, den Big Cheese. Und hier brauchen wir natürlich Brötchen. Jetzt können wir keinen richtigen Burger machen. Boah, Burger wäre wieder geil. Ich hatte letztens Burger gegessen. Und zwar gab's, habe ich so einen Crispy Chicken Burger gehabt. Aber das war kein Chicken. Das war vegetarisch. Es war aber wie Chicken. Und das Coole ist, ich nenne nicht den Namen. Das Problem ist, nenne ich jetzt den coolen Namen, dann wegen Markennennung und so. Aber es hat einen sehr coolen Namen, dieses Produkt. Und das fand ich halt echt cool von der Idee her. So, ich glaube, wir haben jetzt alles richtig eingestellt, ne? Problem ist nur, das hier müssen wir auf 8 Sekunden hochschrauben. Oder wir stellen es mal auf 7, weil das dauert ungefähr so lange, bis das da durchgelaufen ist. Deswegen stellen wir hier auch nochmal alles auf 7 hoch, weil da müsste ungefähr alles im selben Rhythmus fertig werden. Wisst ihr, worauf ich Bock hätte? Vielleicht mache ich das morgen. Ich will morgen unbedingt meinen Tag frei nehmen und morgen einfach nur Filme und so gucken. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Spielen wir auch Banjo-Kazooie, vielleicht mache ich das auch Montag. Bin am überlegen, ob ich das Arrowverse weitergucke. Ich habe gerade ein bisschen Bock auf DC. Nein. Also ja, wir brauchen die Dinger, aber nein, wir brauchen die nicht so. Ich mache was ganz anderes. Ich bin heute mal ein bisschen kreativ. Okay, wir brauchen hier einen einfachen Burger und da brauchen wir hier alles zugeschnetzelt und dann daraus ein Menü. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Einfacher Burger ist sehr einfach. Dafür brauchen wir die Sachen. Das wird einmal kopiert. So. Dann können wir diese Etage hier eigentlich entfernen. Ja. Und du stellst bitte einen normalen Burger her. Ausgezeichnet. Das ist sehr wenig Platz. Das ist gerade das Problem, wo ich gerade so ein bisschen hader. Ja. Aber ich mag das, wenn das alles so ein zusammen ist, aber ich glaube, wir kommen langsam in das Spiel zu einem Punkt, wo es, glaube ich, nicht mehr so funktioniert, wie ich es gerne hätte. So, was brauchen wir denn noch? Also das ist schon mal der einfache Burger und wir brauchen Salat, Tomate, Möhre und das wird ein Beilagensalat. Beilagensalat. Wer ist denn sowas? Ich würde sowas essen, aber trotzdem sage ich, wer ist denn sowas? Ich würde sowas wirklich essen, also bevor jetzt das zu sagen. Was, Leute, ihr redet schlecht über Leute, die sowas essen. Nein, ich würde sowas wirklich essen. Aber trotzdem, wer ist denn sowas? Ich bestelle tatsächlich total gerne Salat. Also wenn ich irgendwo Essen bestelle, dann bestelle ich gerne Salat. Also eigentlich ein bisschen was, ein bisschen mehr Dressing und ich liebe Dressing in Salat. Das muss auch mal so rein, aber. Ja. So. Da machen wir jetzt so ein 3-Dings-Kombi. Und zwar. Ja, da bin ich am Überlegen, ob ich das vielleicht die Tage mache.
Ja, ich bin ja halt am Montag am überlegen, weil morgen könnte man nochmal zocken, also sich nochmal ablenken. Ich habe ja ein Telefonat am Montag. Und halt nach dem Telefonat einfach hinsetzen und einfach chillen. Und da bin ich am überlegen, ob ich vielleicht ein paar Filme gucke oder so. Irgendwie sowas. Da muss irgendwie was total Entspanntes rein. Ich weiß aber noch nicht genau was. Ich kann noch eine Kartoffel hier reinschmeißen. Ich glaube, das wird nicht viel an dem Rezept ändern, oder? Was denkt ihr? Tomate und Salat, selbstverständlich. So geht das hier. So geht das ab. Naja, werden wir schon irgendwie hinbekommen. Dann nehmen wir den guten alten Beilagensalat und... Jetzt müssen wir nur noch alles miteinander mischen. Verbinden. Und da bin ich gerade raus, weil das echt wenig Platz dafür ist. Besonders, weil ich eigentlich eine kleine Funktion noch da reinpacken wollte. Okay. Mir gefällt auch nicht, dass die... Warum ist das Fließband auch da komisch rechts? Also... Ich strauche gerade, einfach weil mein Kopf gerade so... warum? Ja, das ist gerade mein Kopf. Okay, du gehst immer ganz kurz zwischendurch dahin. Das kann ich mir eh nicht merken, also, aber ich lasse es trotzdem. Das war scheiße, weil das passt da nicht hin. Das mag ich ja immer sehr, sehr gerne. Deswegen kommst du einmal kurz dann mit. So. So. Nein. Nein. Oh, ich hatte eine Idee. Obwohl. Oh. Das funktioniert nicht. Das funktioniert ganz und gar nicht. Nein, das funktioniert nicht. Oh, wie will ich das hier alles? Ich weiß es nicht. Oh! Warte mal. Doch. Ich habe eine bessere Idee. Nein, die ist auch nicht gut. Oder? Was ist denn, wenn wir das alles hier ein bisschen anders planen? Also, okay, warte mal. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wir planen das nämlich in dieser Richtung. Das funktioniert vielleicht nicht unbedingt so, wie ich es will, aber es funktioniert. So, du arbeitest bitte von so. Ich weiß, das ist eine sehr anstrengende Sache, die wir hier gerade machen, aber das kriegen wir schon alles hin, Leute. Das kriegen wir alles hin, das ist kein Problem. Wir haben schon größere Projekte geschafft. Ich kann euch jetzt kein Beispiel dafür nennen, welche größeren Projekte wir geschafft haben, aber wir haben größere Projekte geschafft. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Es ist so. Ausgezeichnet. Wenn ich den jetzt so hinsetze, dann haben wir verkackt, ne? Ja. Bedeutet, dass wir können nur so arbeiten. So, ausgezeichnet. Es ist nicht so, wie ich es wollte. Oh, warte mal, so können wir aber arbeiten. So, herrlich. Sehr, sehr schön. So, dann arbeitest du bitte aber nach da. Das ist sehr, sehr schön. So. Hey, bekommst du ein Ergebnis? Ja! Das ist gut! Das ist gut, Leute, es ist gut. Oh. Entschuldigung, dass ich gerade so euphorisch bin, aber ich finde das gerade sehr faszinierend. Okay, wir bräuchten einmal nochmal einen... Nein, nicht den langen Arm, wir brauchen einen simplen Arm. Und dann brauchen wir nochmal einen smarten Arm.
So, und damit hätten wir schon die ganze Problematik des ersten Menüs geklärt. Außer dieser Arm, der ist nicht richtig. Genau, der arbeitet so. Und dieser Arm arbeitet gefälligst bitte nach rechts. Ausgezeichnet. Oh, und wir haben nochmal verkackt. Und zwar muss das hier einmal bitte gedreht werden. So, sehr, sehr schön. Genau, denn wir brauchen einmal einen... Vorbehälter. Genau, bei der lagert das ein und dann kommt eine Bestellung mit einem, wie nennt sich das Menü? Ein Altimeter-Menü. Keine Ahnung, ich nenne es jetzt so. Ja, doch, ist richtig. So, ist richtig. So, genau. Und wenn der eine Bestellung hat, eine Bestellung aussteht, einmal, ist okay. Das war ein bisschen dumm, weil wir hätten auch den normalen Arm eigentlich reinpacken können. So. Und dann arbeitet er einmal. So. Ja. So haben wir es. Okay. Ja, jetzt kommen wir zu der nächsten Problematik, denn das andere Menü muss natürlich auch gebaut werden. Was ein bisschen komisch klingt. Aber ey, so ist es halt. So läuft es in der Gastronomie. Und wer was anderes sagt, der hat keine Ahnung. Nee, ich habe selber gar keine Ahnung von Gastronomie. Ich glaube, es ist so. So, gut. Ich glaube, wir kommen hier gerade sogar zu einem sehr guten Konzept. Hättet ihr auch nie gedacht, ne? Oh, warte mal. Oh, das ist nicht so gut. Der kommt dahin. Warte mal. Wieso mache ich mir das hier gerade so kompliziert? Doch, so viel einfacher. Und viel besser. Ja, man muss nicht alles so schwierig machen. Ja, jetzt kommen wir halt nur zu der so schwierigen Sache. Und zwar, wir müssen halt, diese beiden Menüs müssen halt auch irgendwie wieder an so einen Punkt kommen, wo die sich dann zusammensetzen und weiß ich nicht, einen Kaffee trinken und wisst ihr, was ich meine? Jetzt müssen wir jetzt hier gerade irgendwie versuchen, dass sie es tun, ohne dass sie sich viel streiten. Ich glaube, das gefällt mir. Ist ein bisschen umständlicher. Aber es ist okay. Wir machen das jetzt, aber das ist mir jetzt egal. So, Roboterarm simpel. Ist mir egal. So, und das ist einmal ein schnelles Band. Warum nehmen wir das schnelle Band? Weil das schnell ist. So. Ausgezeichnet. Oh, warte mal. Das ist sogar noch simpler. Versteht ihr, weil das ein simpler Arm ist? Okay, es ist doch nicht so lustig. Ich find's lustig. Das ist die Hauptsache. So, genau, den können wir einmal löschen. Den einmal löschen. Und jetzt können wir noch einen Zusammensetzer nehmen. Haben wir einen guten Zusammensetzer? Da haben... Nein, wir brauchen eine Verpackungsmaschine, das passt. Super. Und die Verpackungsmaschine. Dann brauchen wir noch ein normales Fließband. Dann bräuchten wir noch. Und dann bräuchten wir noch einen simplen Roboterarm. Sogar zwei. Okay, machen wir das so. Ja.
Das ist so umständlich aus. Es ist auch mega umständlich, aber ich lasse es so. Ich find's gut. Solange wir nicht übers Budget kommen, ist alles okay. So. Du machst einmal das Dreidecker-Menü. Warum heißt das eigentlich Dreidecker-Menü? Das weiß wohl nur der, der das erfunden hat. So, genau, dann bist du und du, nein, nicht nur eine Komponente. Du sollst einmal benutzt werden. So. Ausgezeichnet. Ja, jetzt ist nur die Frage, ob wir nochmal alles irgendwie zeitlich miteinander irgendwie anpassen. Wir können es auch erstmal ablaufen lassen, würde ich sagen. Du arbeitest nicht richtig, mein Freund. Die arbeiten zu schnell. Die arbeiten zu schnell. Bitte einmal auf 10 erhöhen. Wollen dann hier nichts so viel wegschmeißen, ne? Das wäre nicht so schön. Okay, das bedeutet, wir können die Sachen auch einmal kurz auf 10 erhöhen. Ausgezeichnet. Und theoretisch könnten wir hier auch alles nochmal auf 10 erhöhen, weil dann haben wir genau dieselbe Menge an... Ich weiß gar nicht, wie das da überhaupt gerade gehandhabt wurde. Es arbeitet einfach ein bisschen runter, würde ich sagen. Obwohl, ich würde sogar, glaube ich, sagen, dass wir die Kartoffel tatsächlich sogar runterschrauben auf 8. Weil ich da nicht hingeguckt habe, ob das gut lief. Oh, das wollte ich gar nicht. Auf 8 ist sogar eine super Zeit. Nein, 7 ist eine bessere Zeit. 7 ist eine bessere Zeit. Ich will nur kurz was nachgucken. Das ist der Cheese. Achso, und das Fleisch natürlich. Hab ich noch gar nicht gemacht. Hätten wir hier fast verkackt. Niemand sagt was. Das ist das Schlimmste. So, sehr gut. Habe ich die Pommes nicht reduziert oder habe ich die erhöht? Oh, ich habe die. Ich stelle die auf 9. Ausgezeichnet, es klappt. Okay, das Menü da oben wird zu oft zu wenig bestellt. Das könnten wir halt nochmal zeitlich noch ein bisschen runterschrauben. Ja, das wird zu wenig bestellt. Das bedeutet, wir stellen die Zeit nochmal hoch auf 20. Also wir können das auch so machen, wenn es bestellt wird, dass das dann geholt wird, aber dann ist das nicht servierfertig und bla bla bla. Und das Blöde ist halt nur, es ist eine kleine Stromverschwendung, aber solange da noch keiner meckert, wird das auch noch passen. Das Erste. Ja, man könnte noch sowas einstellen wie dann, wenn die Dinger dann angehen, geht auch erst der Ofen an oder sowas.
glaube, jetzt haben wir sogar einen sehr guten Ding. Also, ich find's gut. Scheint doch alles gut zu funktionieren. Ja. Finde ich gut. Also für mich scheint es ein sehr gutes Ding zu sein. Es könnte doch ein bisschen schneller arbeiten da oben, aber... Ja, es könnte generell ein bisschen... Ja, es könnte ein bisschen schneller laufen. Stellen wir es nochmal runter auf 15. Zahl mag ich. 15... 15. Dann haben wir einen schönen Mittelwert. 15. Können wir alles auf 15 stellen? Und dann haben wir immer genug. Ich will ja keinen Überschuss haben, ne? Das ist das Problem. Müssen wir auch immer drauf aufpassen. Hm. Wollen ja auch hier alles ordentlich haben, ne? War das alles? Ich hoffe doch. Ich glaube, so ist es sogar ein bisschen angenehmer. Ich mag dieses riesige Konzept dahinter. Ich finde das total cool. Ich mag solche Spiele total. Diese strategisch sind und gleichzeitig aber auch... Weiß ich nicht, ich mag sowas total. Irgendein Menü will da schneller rein raus. Das Dreidecker-Menü. Dreidecker-Menü ist da unten. Das Dreidecker-Menü macht jetzt ein bisschen Stunk, würde ich fast sagen. Okay, also das Dreidecker-Menü müssen wir auf 10 Sekunden runterhauen. Also das war schon richtig von der Zeit her. Hätte ich da mal nicht rumgefummelt, dann wäre das alles richtig gewesen. So. Ausgezeichnet, dann wollen wir mal. Ja, 10 Sekunden finde ich doch ein bisschen zu viel. Jetzt für den, guck mal, da ist immer eins auf Reserve. Obwohl jetzt nicht mehr. Wollen wir das schon mal beobachten. Also hier haben wir eins. Hier haben wir keins. Doch, jetzt haben wir eins. Und das nächste. Aber die gehen auch weg. Guck mal, jetzt ist hier zwei Stück drin. Das gefällt mir nicht. Jetzt sind drei. Und wenn dann noch ein vierter reinkommt, haben wir ein Problem. Ja, guck mal, jetzt haben wir wieder nur einen. Ja, doch, jetzt haben wir keinen mehr. Doch, jetzt ist es gut ausbalanciert. Dass wir nur noch abwarten, bis die 75 Gerichte fertig sind. Oh, die Früchte der Arbeit. Energie sieht ganz gut aus. Wir haben noch nicht die Hälfte erreicht und haben aber schon die Hälfte der servierenden Gerichte durch. Sehr schön. So muss das laufen, Leute. Genau so, nicht anders. Aber die verwendeten Zutaten, die ärgern mich gerade so ein bisschen, weil die steigen tatsächlich. Wir haben Stau. Okay, was ist hier das Problem? Zu viel. Das bedeutet, wir stellen das mal runter, nee, hoch, ne? Auf, sagen wir mal, 12. Oh. Vergiss jedes Mal, dass das geht. Okay, 12. Problem ist, die Runde dauert so lange. Ich habe auch schon überlegt, ob man so zwei dieser Körbe nimmt, aber das wäre auch wieder ein bisschen doof.
Also, dass der eine Arm das in einen Korb reinpackt und der packt das wieder in einem anderen rein. Ja, könnte man mal gucken, ob man das gleich macht. Aber das ist ja dann das Problem, dass halt trotzdem zu viele Gerichte serviert werden, ne? Arbeitet schneller. Ja, es wär hilfreich. Jetzt haben wir wieder zu viele Gerichte. Obwohl, es geht. Es geht. Am Anfang ist so dieser Schwung und dann geht's wieder weg. Guck mal, da oben sieht man die ganzen Leute. Sie kommen und gehen. Komm. Besser wäre, wenn mehr Leute da sind. Dann würde das, glaube ich, ein bisschen ausgeglichener alles sein. Jetzt bestellt fast keiner mehr das Menü. Jetzt haben wir ein Problem. Wir sind aus den Zutaten raus. Shit. Nochmal. Ach, hey. Ja, selbst wenn, wäre auch nicht schlimm, wenn da halt so viele Zutaten weg sind. Das wäre schon gut. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn die Leute halt ein bisschen warten, aber es wäre halt schon besser, wenn die Leute halt wenigstens nicht in den roten Bereich kommen. Das wäre schon mal eine gute Sache. Also jetzt zum Beispiel ist es halt echt langsam, weil wir brauchen jetzt sehr viele Dreidecker-Menüs und die laufen gerade echt nicht gut. Also von der Schnelligkeit her. Aber ich würde die nicht gerne noch schneller machen. Bis 20 ist doch eine Leichtigkeit. Ach guck mal, Prinz ist wieder da. Willkommen. Ja, jetzt sieht's gut aus. Jetzt bestellen plötzlich so viele dieses Menü. Oh, jetzt wird's knapp. Jetzt. Oh, ist alles gut gegangen. Nicht ganz tief eingeschlafen. Bin nur kurz eingeschlafen. Okay. Kurz schlaft es auch schlafen. Nein, alles gut. Ja, Leute, wir haben es noch zwei Gerichte. Da, wir haben es. Ah, immer noch zu viele Zutaten verbraucht. Das ist interessant. Ich versuch's mal erneut, aber dass wir das hier oben ein bisschen runterschrauben. Also nochmal einen runter. Wenn nicht sogar zwei. Also auf jeden Fall die Menüs da unten
Sind wir durch mit Benjo? Ja, nee, sind wir nicht. Ich habe vorhin eine Pause gemacht, weil ich glaube, da war 18 Uhr. Und dann habe ich gefragt, ob wie lange alle noch da sind. Und weil ich keine Antwort bekommen habe, also jetzt nicht böse gemeint, aber ich dachte mir halt, weil keiner gerade so da ist und halt das noch mindestens bis 21 Uhr oder so läuft, ist es halt blöd, wenn ich jetzt halt das Spiel noch durchspiele. Deswegen spielen wir das jetzt wahrscheinlich morgen dann zu Ende, morgen oder übermorgen oder so. Weil das sind noch zwei Welten und der Endboss und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten halt. Ah, wir hätten noch zur Burg gehen. Ah, shit, das habe ich vergessen. Vergessen, zur Sandburg am Ende zu gehen. Na egal. Also ich guck mal, ob wir das morgen machen. Wieso ist das denn da oben schon wieder so voll? Das ist jetzt bestimmt zu wenig, ne? Ja, ich guck mal, wie wir das am besten machen. Aber es braucht halt nur noch einen Stream, würde ich sagen. Also, ich weiß gar nicht, wie viele haben wir heute gemacht? Wie viele Welten? Zwei oder drei? Die Wüste haben wir gemacht. Da ist schon wieder zu viel in der Kiste. Hä? Ich bin ja auch doof. Ich schraub das die ganze Zeit runter und muss das hochschrauben. Oh. 20 gehen wir jetzt. Sorry. Die Wüste haben wir gemacht, das Horrorhaus. Der zweite Stream mit zwei Welten, ja. So in etwa. Konzentriere mich gerade drauf, ob da alles gut läuft. Das Altimeter-Menü muss halt schnell weg. Na, ich glaube, das wird knapp. Ja, das wird zu knapp. Shit. Okay. Gehen wir mal auf 18 runter. Oder sagen wir mal 17. Und dann ein bisschen auf Reserve. Ich will es ja auch gut haben, ne? Das Gute ist, ich habe immer den Stream verfolgt, so müde war ich schon lange. Ja, ist ja auch nicht schlimm, ne? Die Zeit habe ich auch total gern so bei ein paar Streamern geguckt. Da habe ich mittags immer gepennt und da habe ich total gern bei. Da war so ein Streamer, der hat immer Twilight Princess, der Legend of Zelda Twilight Princess auf der GameCube Speedrun hat er immer gezockt und dann habe ich dann immer und jeden Tag zur selben Zeit und das war immer dann so eine Zeit, immer wenn ich pennen gegangen bin, hat er halt gestreamt, das fand ich halt echt schön. Dann habe ich halt immer das dann geguckt, ne. Jetzt ist wieder zu schnell.
Naja, mal gucken, vielleicht reicht das ja schon aus. Na, ich verfolge das mal. Nee, sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Also man könnte es, glaube ich, noch einen langsamer machen, aber wenn das jetzt hier bis zum Ende eigentlich gut läuft, dann würde ich das so lassen. Mit zwar knapp. Ja, ist gut. Nee, also jetzt werden noch Strom oder so, was ich effizienter machen muss, aber da sagt mir halt das Ding nichts. Also wenigstens sind die Dinger alle gut. Ja, ist mir jetzt egal. Ist schon wieder Zutat zu viel. Ich lasse es so. So, weiter. Ja,